Servus! Das ist unser neues Projektauto, ein Mazda MX-5 NB, den wir turboladen werden. Ja. Wir haben hier einen 2001er Mazda MX-5 mit dem 1,8 Liter Motor. Was das ideale Projektauto ist, die Dinger sind billig, leicht und vor allem heckangetrieben. In der ersten Ausbaustufe wollen wir ungefähr 250 PS erreichen. In der zweiten Ausbaustufe mit geschmiedeten Kolben und Pleuel über 300 PS. So, als allererstes kümmern wir uns hier doch ums Fahrwerk. Wir haben ein BC Racing Gewindefahrwerk, das auch in der Härte verstellbar ist. Das wird den Mazda deutlich tiefer bringen und wie ich finde, es ist eine der wichtigsten Modifikationen, die man auch als allererstes machen sollte. So, als erstes müssen wir die Stabi-Stange ein bisschen lösen. Normalerweise müsste man diese Schraube eigentlich von innen mit einem Imbusschlüssel kontern. Da das Fahrzeug nun leider doch schon über 200.000 Kilometer hat und hier alles festgefressen ist, hat sich die Schraube sofort rund gedreht und ja, müssen wir flexen und dieses Verbindungsteil neu holen. Raus damit. So, als nächstes lösen wir den unteren Fahrwerksbolzen. Glänzen da so. Bevor ihr alles festmacht am Fahrwerk, solltet ihr vielleicht so wie wir mit einer Stange das Fahrwerk ein bisschen eintauchen lassen, dass es ungefähr auf Fahrhöhe ist und erst dann alle Schrauben festziehen, weil es aber für die Gummibuchsen deutlich besser ist. So, und damit man das nächste Mal die Schrauben nicht nochmal abreißt, das ist immer eine gute Idee, alle offenen Gewinde im Unterboden mit so einer Art Konservierungswachs einzusprühen. Ja, wir wissen es, da fehlen noch die Spurplatten, aber keine Sorge, die kommen auch noch drauf. So, und wie testet man am besten ein neues Fahrwerk? Ganz genau, erstmal querfahren.
Und das nächste Mal kommt das Getriebe raus und dafür ein paar neue Teile rein.